Vielen Dank, Frau Eppler, für die freundliche Begrüßung. Ich hatte ja gedacht, wie Frau Eppler, das wird hier nicht so voll. Und da hätte ich ja gut argumentieren können. Wir haben den Saal deshalb gewählt, dass man sieht, wie groß die Lücke ist, die Großbritannien reißt. Aber diesen Anfangswitz haben Sie mir zerstört. Gott sei Dank, ja, sind alle gekommen. Also insofern sind wir alle glücklich, dass wir über das Thema reden können. Es wird auch Zeit, übrigens auch aus britischer Sicht, dass endlich mal der 23.06. kommt, weil es wird immer absurder, was da diskutiert wird. Aber ich will damit nicht anfangen, sondern jetzt eher damit anfangen, ein bisschen hinzuweisen auf die Sichtweise Großbritanniens im Hinblick auf die EU. Es wird ja oft angenommen, dass die britische Sicht sich nicht sehr unterscheidet von derjenigen anderer größerer Mitgliedstaaten. Aber ich glaube, das ist ein fundamentaler Irrtum. Da will ich kurz drauf eingehen und dann im nächsten Schritt zeigen, was eigentlich verhandelt wurde von Premierminister Cameron mit der Kommission, was dann kommt, wenn Großbritannien bleibt. Ja, da, wie Frau Eppler sagte, es wird sich doch etwas ändern, egal ob sie kommen, ob sie bleiben oder gehen, die EU wird eine andere sein. Und das können wir auch im Einzelnen gerne noch diskutieren. Und auch die Nachbarn, Irland wurde noch gar nicht erwähnt, nicht? Das ist ja noch mehr betroffen von einem möglichen Brexit. Stellen Sie sich vor, durch die irische Insel verläuft die EU-Außengrenze. Das ist so die Grenze Griechenland-Türkei. Die geht dann zwischen Iren und Iren, die dann die entsprechenden Personenkontrollen haben müssen. Und der Handel bricht weg. Nee, also der Handel, um nur eine Zahl zu nennen, der Handel, den Großbritannien mit Irland hat, also Exporte, britische Exporte nach Irland, die Menge ist größer als der Handel, das Handelsvolumen, das Großbritannien mit Indien, China und Brasilien zusammen hat. Also so eng sind die Verbindungen. Ja? Und da ist ja plötzlich eine Grenze, eine Außengrenze der EU. Wir wissen noch nicht genau, unter welchen Bedingungen dieser Austritt dann erfolgt, aber das ist nur ein Beispiel. Also Sie wissen alle, Irland ist bei Schengen nicht dabei. Nicht, weil Irland nicht dabei sein wollte, sondern aus den gleichen Gründen der starken Verflechtung mit Großbritannien hat man darauf verzichtet, Schengen zu unterzeichnen in Irland. Das war das kleinere Übel aus irischer Sicht. Die Iren zittern jetzt vor dem Brexit, wenn das käme. Für sie wäre das sofort, noch vor den Niederlanden, sofort ein Riesenproblem. Gut, aber schauen wir uns erstmal an die Ausgangslage, wenn Sie so wollen. Also wie hat man denn eigentlich in Großbritannien Europa diskutiert? Eine wichtige Information kennen Sie wahrscheinlich alle. Der Begriff die Vereinigten Staaten von Europa ist von Churchill geprägt worden, immerhin einem britischen Premierminister im Jahr 1946, ich habe hier das Originalzitat, Sie müssen also mir nicht glauben, Sie können Churchill direkt lesen. Und was lesen Sie da? Ja, natürlich hier oben, was kommen könnte nach dem Krieg, maybe the United States of Europe, also die Vereinigten Staaten von Europa. Und wer ist dabei? Ja, Frankreich und Deutschland sollen da Führungskräfte sein, Großbritannien nicht. Großbritannien, das britische Commonwealth, USA, Russland, also Sowjetunion zu der Zeit, die sollen so eine Art Sponsoren sein für diese Vereinigten Staaten von Europa, aber nicht mitmachen. Also von vornherein war dieser Gedanke des europäischen Geistes, der Nachkriegsordnung, der Friedensordnung nicht für, aus britischer Sicht, nicht für Großbritannien gedacht. Das war für diesen Kontinent gedacht, der sich da immer in Kriege verstrickt hat. Ja. Und in der Außenpolitik Churchills hat man dann findet man sozusagen auch die Begründung für diese Art der Sichtweise. Churchill hat diese Drei-Kreise-Lehre erfunden, die Sie vielleicht im Studium auch schon mal gehört haben. Also die Idee, dass Großbritannien in der Außenpolitik in drei Kreisen sich bewegt. Der eine Kreis steht hier auch, ne, ist das British Commonwealth, also das Commonwealth, bis heute noch existiert. Und das Empire, nun gut, das war 1947, wurde Indien unabhängig. Also die Königin war nicht mehr Kaiserin von Indien oder der König, ne, das König zu der Zeit, auch dann kam später erst 53 Elisabeth. Ja. Also war nicht mehr Kaiser von Indien. Das Commonwealth, das ist also der eine Kreis, den Churchill sieht. Das zweite ist die englischsprachigen Länder. Und da ist die USA dabei. Und dann gibt es das Vereinigte Europa. Und Großbritannien hat diese tolle Chance und Idee, so sah das Churchill, dass man in allen drei Kreisen drin ist, als einziges Land. Also man ist englischsprachig, man ist in Europa und man ist im Commonwealth. Und da sollte die Außenpolitik stattfinden. Das waren die Bezugspunkte der britischen Außenpolitik. Nicht irgendeine Art von europäischer Einigung. Nicht, dass die Vereinigten Staaten waren, von Europa waren für den Kontinent, wie gesagt, reserviert.
Und Sie sehen, was ist denn passiert mit den drei Kreisen in der Nachkriegszeit? Na, der erste Kreis, das Commonwealth, das ist keine Macht mehr in der Welt. Nicht? Ich habe schon die Indiens Unabhängigkeit erwähnt, man kann in den 60er Jahren die Dekolonisierung der afrikanischen Staaten nennen und so weiter. Mit immer auch Folgen, wie Einwanderung dann nach Großbritannien aus diesen früheren Kolonien. Im zweiten Kreis der englischsprachigen Länder ist Großbritannien nicht die führende Macht geblieben oder war es auch nie richtig. Wir wissen alle, dass die USA Weltmacht sind. Und damit haben wir diese Frage beantwortet, was da Großbritannien noch Einfluss nehmen könnte. Nicht? Das hängt von den USA ab. Und der dritte Kreis Europa, das wurde eine Art Zuflucht fast. Denn man hat dann überlegt, vielleicht sollten wir doch die europäische Integration etwas näher treten. De Gaulle hat ja das zweimal 1961, 1967 verhindert. Und es wurde aber immer dringlicher. In den 1970er Jahren war Großbritannien in einer starken Wirtschaftskrise. Das kann man sich heute vielleicht nicht so gut vorstellen, aber es gab Inflationsraten von 21% in Großbritannien. Es gab Gewerkschaften, die im Dauerstreik waren, mit Müll und Straßen, keine Toten wurden mehr begraben und so weiter. Also richtig heftig. Und es war auch die Zeit, in der 76, wo Großbritannien zum Internationalen Währungsfonds gehen musste, so wie heute Griechenland, und sich Geld leihen, damit überhaupt der Haushalt laufen konnte. Also zu der Zeit war Großbritannien, wie das hieß, der kranke Mann Europas. Das hat man später über Deutschland gesagt, in den 90er Jahren kommt also immer wieder einer dran, aber da waren es die Briten ganz deutlich. Das waren sozusagen die Sorgenkinder und man hat dann gesagt, aus britischer Sicht, wo ist die Möglichkeit, unsere Wirtschaft besser zu verankern? Und da kommt Europa dann als Rettungsanker. Ja? Also das ist keine Liebesheirat oder europäischer Geist, der da über die Briten kam, sondern die Idee war, da können wir ökonomisch uns nochmal erholen, wenn wir den größeren Markt haben und die Möglichkeiten, die der Markt uns bietet. Und nachdem de Gaulle ja nicht mehr Einfluss nehmen konnte, weil er nicht mehr Staatspräsident in Frankreich war, gelang es dann tatsächlich 1973 den Beitritt zur EG, EWG hatte man schon verpasst, ja, zur EG dann zu vollziehen unter dem konservativen Premierminister Edward Heath. Konservativer Premierminister Edward Heath, starker Pro-Europäer. Ja. Hat auch mal ein europäisches Jugendorchester geleitet, vielleicht weiß das jemand. Nur das Problem war, 1974 gab es zwei Wahlen. In zwei Wahlen deshalb, weil die erste Wahl so knapp ausging und die Regierung keine Mehrheit hatte. Man musste also noch mal wählen quasi, um zu sehen, ob man das noch nicht schafft, die Mehrheit zu erreichen. Und gewonnen hat nicht die konservative Partei, sondern die Labour Party. Warum, ist eine andere Frage, können wir aber auch gerne diskutieren, wenn Sie das interessiert. Die Labour Party hat auch gewonnen, damit zu sagen, wir machen in Europa nicht mit, wir sind die Alternative. Die Konservativen haben uns reingeführt in die EG, wir Labour Party wollen raus. Ja? Ähnlich wie heute, deswegen erzähle ich das auch, lief das. Also es gab ein Referendum dann, also erstmal, das Referendum steht hier, das Datum auch da, 15. Juni 1975. Die Labour-Fraktion war wie heute die Konservativen tief gespalten und nur mit Hilfe der Stimmen der konservativen Partei kam eine Mehrheit im Parlament zustande für die EG-Mitgliedschaft. Und dann das Referendum, Wahlbeteiligung 64,5%, da will ich prognostizieren, diesmal ist er höher. Und 67,2% der Bürger und Bürgerinnen haben sich für die weitere EG-Mitgliedschaft ausgesprochen. Übrigens einer, der damals in der Labour Party gegen die EG-Mitgliedschaft gestimmt hat, ist der jetzige Parteivorsitzende der Labour Party, Jeremy Corbyn. Das erklärt vielleicht auch, warum die Labour Party fast nicht auftaucht jetzt im Augenblick in diesem Austausch von Gegnern und Befürwortern. Man hoffte auf die Labour Party, dass sie sozusagen die Befürworter der EU-Mitgliedschaft mobilisiert, ihre eigenen Leute mobilisiert. Aber Labour hat da große Probleme. Erstens, weil der Vorsitzende Jeremy Corbyn seine Meinung nicht geändert hat. Er hält immer noch nichts von der EU. Und auch deshalb, weil die Arbeiterwähler der Labour Party gar nicht so stark begeistert sind von Europa. Und wenn die Labour Party sich von denen entfremdet, gehen die alle zur United Kingdom Independence Party, also zu der Partei, die sowieso gegründet wurde, um aus der EU auszutreten.
Es gibt noch weitere Gründe. Man hat jetzt vor ein paar Tagen den früheren Premierminister Gordon Brown mobilisiert. Gordon Brown hat eine flammende Rede damals gehalten, als Schottland austreten wollte, und war einer, dem nachgesagt wurde, er hätte die Stimmung noch mal gedreht. Wir haben ein bisschen eine ähnliche Situation heute, nicht? Also wie vor dem Schottland-Referendum, wo es um die Unabhängigkeit Schottlands ging, sagen die Umfragen, dass die Befürworter eines Austritts, damals Schottlands, die Mehrheit haben. Heute auch wieder sagen die Umfragen, die Befürworter eines Austritts Großbritanniens haben die Mehrheit, und Brown sollte dieses Zauberkunststück nochmal vollführen und die Menge drehen, sozusagen vor allem in eine eigene Labour Party mal in Gang bringen. Aber das hat diesmal nicht so gut geklappt, wenn man der britischen Presse glaubt, wie das in der schottischen Situation war. Wir werden sehen, was es geholfen hat. Wichtig ist dabei, ich habe noch kein einziges Argument jetzt gemacht, sozusagen, um zu sagen, aus der britischen Sicht wäre eine politische Union was Gutes. Aus der britischen Sicht war immer nur die ökonomische Perspektive wichtig. Und das muss man einfach wissen. Also die Argumente, die in Großbritannien ziehen, wenn überhaupt, sind Kosten-Nutzen-Argumente auf allen Ebenen. Und die sind diejenigen, die auch heute immer noch die wichtigsten sind. Man war von Anfang an mit der Mitgliedschaft so gar nicht zufrieden. Nicht? Wir reden später immer über Margaret Thatcher. Nicht? Ich sagte nur einen Satz, dann mache ich gleich weiter. Über Margaret Thatcher, die doch irgendwie aufgefallen ist dadurch, dass sie ihr Geld zurückhaben wollte und Britenrabatt rausgehandelt hat bei den Beitragszahlungen. Aber dieses Thema Britenrabatt war schon bei James Callaghan, der eben Labour-Premierminister war, nach Wilson, der 74 eben diesen oder 75 das Referendum überstanden hat, 74 die Wahl, da wurde Wilson Premierminister, 76 hat ihn Callaghan abgelöst, und Callaghan hat schon verhandelt mit der EU, mit der damals noch EG, über diese Frage Britenrabatt. Das ist überparteilich. Labour oder Konservative, allen war diese Beitragszahlung zu hoch. Auch das können wir im Detail noch diskutieren. Und ich komme da bei meinen britischen Kollegen auch nicht weiter. Da hört es einfach auf. Ne? Man kann ja dann sagen, inzwischen haben wir ja Osterweiterung und dann gibt es eben bedürftige Staaten, dann müssen sich die Briten auch stärker beteiligen, was sie auch machen jetzt nach EU-Regeln, aber immer noch nicht so, wie sie es könnten eigentlich. Aber das spielt keine Rolle. Also da ist, mit wem sie reden, Britenrabatt muss sein, sonst wir müssen Geld zurückkriegen, und sie kriegen ja 2/3 der Zahlungen, die sie an die EU leisten müssten, wieder zurück. Also, und trotzdem sind sie nur ein großer Nettozahler, nicht? Das ist auch wahr. Gut, also wie läuft das? Also zum einen das ökonomische Argument, das ist klar. In der Literatur, in der Wissenschaft wird oft argumentiert, das ist eine Art pathologisches Lernen. Also instinktiv sagen die britischen Politiker, wir sind gegen Vertiefung, vor allen Dingen politische Vertiefung der Europäischen Union. Das wollen wir nicht. Deswegen, wenn irgendwas kommt, Euro-Einführung oder auch andere Maßnahmen zur Vertiefung, Binnenmarkt, da ist vielleicht ein Unterschied noch. Bei jeglicher Vertiefungsmaßnahme, im Kleinen und Großen, sagt man erstmal Vorsicht, ja, Vorsicht, das könnte problematisch werden. Damit verzögert sich im Grunde genommen die Mitarbeit Großbritanniens, wenn sie nicht sowieso nicht mitarbeiten, aber nehmen wir an, sie arbeiten mit. Aber sie arbeiten dann meistens zu einem Zeitpunkt mit, wo die Chancen des Beginns schon weg sind oder vielleicht die Politik, wo sie jetzt mitmachen, schon in der Krise ist. Und dann kommen sofort die Euroskeptiker und sagen, wir haben es doch gewusst. Man macht da nicht mit, sonst hat man die Probleme. Und das, da lernt man wieder, man sollte eigentlich gar nicht mitgemacht haben. Und so ging das schrittweise die ganze Zeit mit dieser Art von Logik. Der EG-Beitritt war verspätet, sicher, in den 70er Jahren. Europäisches Währungssystem wäre ein gutes Beispiel. Da trat man 1989 bei, 1992 wieder ausgetreten, weil es eine Krise des europäischen Währungssystems gab. Aber das gab es lange vorher. Man hätte schon vorher eintreten können. Nicht? Margaret Thatcher hat ja gesagt, das wäre der größte Fehler, den sie je gemacht hat. Dass sie ihrem Wirtschaftsminister oder Schatzkanzler John Major zugehört hat. John Major, der nach ihr ja Premierminister wurde. Und jetzt auch sich sehr flammend für Europa einsetzt, übrigens in der Presse, sodass ihm von der Brexit-Seite vorgeworfen wurde schon, er sei verrückt geworden. Aber das ist ja im Auge des Betrachters wahrscheinlich. Gut, gemeinsames Währung, da ist ja auch die Sache, nicht, dass Tony Blair angedeutet hat, wir könnten ja doch beitreten. Und Gordon Brown gesagt hat, naja, aber ich habe 4 Kriterien und nach denen geht das. Sie waren aber so flexibel, dass man immer nicht beitreten musste.
und dahinter nichts anderes war wie der Streit um den Parteivorsitz und die Premierministeramt zwischen Gordon Brown und Tony Blair. Das kriegen wir auch wieder eine Wiederholung heute. Das ist ein parteipolitischer Streit, diesmal nicht in der Labour Party, sondern in der konservativen Partei zwischen Boris Johnson, der austreten will, und Cameron, dem Premierminister, der drin bleiben will. Und er geht es auch darum, um die Ämter, nicht? Ich habe eine Fernsehdiskussion bei ITV gesehen, da sagte die Befürworter der EU-Mitgliedschaft, sagten also die einzige Zahl, und es ging darum, ob die Zahl der Einwanderer richtig oder falsch angegeben ist oder die Beitragszahlung, sie sagte, die einzige Zahl, die Brexit-Befürworter Boris Johnson interessiert, ist Number 10. Also Downing Street, das Premierministeramt. Andere Zahlen interessieren ihn nicht. Das ist auch diese etwas unernste Problematik dabei, in Anführungszeichen, dass man eine parteipolitische, innerparteiliche Kampagne auf dem Rücken des EU-Themas austrägt. Das ist hochproblematisch, finde ich. Und es ist auch klar, das weiß jeder nicht, wenn Cameron dieses Referendum verliert, dann ist er auch nicht mehr Premierminister. Dann muss er zurücktreten. Und selbst wenn er es nicht verliert, haben die Gegner oder die Befürworter des Austritts schon gesagt, ja, aber 5 bis 10% mehr als die anderen muss er schon haben. Also steht nirgendwo geschrieben, in der Verfassung oder sonst wo. Aber die wollten die Latte halt so hochhängen, dass der Cameron auf jeden Fall weg ist. Und da sieht man, dass das ein starker innerparteilicher Konflikt auch ist. Und für viele Labour-Anhänger wird es auch so gesehen. Die gehen da wahrscheinlich viele nicht hin, auch wenn sie pro-europäisch in Anführungszeichen sind, weil sie sich sagen, ist sowieso nur ein Streit unter den Konservativen. Was soll ich als Labour-Anhänger mich da einmischen? Es ist mir völlig egal, was sie da streiten. Und inzwischen ist ja die Kampagne, ich habe es ja eingangs schon gesagt, so überdreht, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wie man glauben kann. Wenn man das ist jetzt sehr grob, ja, aber nur, dass wir so ein bisschen bei meiner Einstimmung bleiben. Was ist mit Europa-Skepsis, Europa-Freunde, Europa-Feinde? Und Sie sehen, ich habe nur einen Politiker gefunden, nämlich Edward Heath, den ich als Europa-Freund, also Premierminister, muss ich sagen, einen Premierminister gefunden, Edward Heath, den ich als sozusagen ohne Makel europafreundlich einstufen würde. Alle anderen sind im Lager der Europa-Kritiker oder Gegner. Tony Blair, der Labour-Premierminister, hat sich noch in vielen Aspekten so geäußert, als wäre er kurz davor, bestimmte Dinge zu tun, wie den Euro einzuführen. Aber wie gesagt, er hatte Gordon Brown, der das verhindert hat. Und Margaret Thatcher ist ja unumstritten nicht europaskeptisch. Und heute David Cameron ist kein Europa-Freund im originellen Sinne. In Fernsehdiskussionen, das muss man ja heutzutage immer machen mit seinem Publikum, das einen fragt, man sitzt da jetzt im Kreis rum und fragen dann harte Fragen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht für Österreich sagen, aber in Deutschland würden sich die Journalisten das nicht trauen, was da im britischen Fernsehen läuft. Da wird sehr hart, werden die Leute da angegangen. Ne? Also werden direkt gesagt, du lügst. Ja? Dem Politiker gesagt, du lügst, ja? Hör auf zu lügen, hör auf zu schwafeln und so. Und das ist in dieser Stimmung sozusagen, hat Cameron dann unter diesem Druck auch öfter gesagt, ja, er sei ja auch nicht glücklich mit der EU. Und wenn er dahin fährt, findet er auch immer viele Probleme. Aber die Vorteile überwiegen doch. Ja? Also so eine Art Europafreund ist das. Ja? Also sehr lauwarm. Also wenn alles nicht funktioniert, muss man dann doch lieber drinbleiben. Aber eigentlich ist es ein Problem, Europa. Und dann sieht man auch, wie sich das über die Jahre entwickelt. Ich habe es hier ein bisschen zusammengefasst. Wer bestimmt die Themen, wer hat die Diskurshoheit? Und man sieht dann, dass sich das verschiebt über die Zeit. Wir brauchen jetzt nicht alles da im Einzelnen zu lesen. Die Quintessenz ist schlicht die, dass wir heute die Diskussion, früher hatten wir in den 70er Jahren Diskussion, Europa sehr positiv zu sehen und Europa kritisch zu sehen. Heute ist die Diskussion so verschoben schon als Normalität. Alle sehen Europa kritisch. Nur die einen sagen, wir bleiben drin und die anderen sagen, wir gehen raus. Das ist ein ganz anderer Diskurs geworden. Und das hat sich über die Jahre so entwickelt, ich habe es hier zusammengefasst. Und diese Art von Kultur und Erwartungshaltung an Europa ist natürlich auch geprägt durch das, was Sie in der Presse lesen. Ich werde Ihnen nachher eine ganze Reihe Beispiele zeigen. Ich kann Ihnen nur oder fast nur negative Aussagen über Europa zeigen. Es gibt kaum noch positive in der britischen Presse. Das ist zum einen natürlich die Presse, so wie sie ist, aber man will die Zeitung ja auch verkaufen. Also wenn es keiner lesen wollte oder alle sagen,
also das ist ganz verrückt, das kaufe ich mir nicht, so ein Blatt, dann würde man das vielleicht doch nicht reinschreiben, wenn die Auflage sinkt. Und in Großbritannien, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, ist ein harter, harter Streit auf dem Blättermarkt. Da gibt es nicht eine Kronenzeitung, sondern 20 so ungefähr, wenn Ihnen das irgendwie ein Maßstab sein sollte. Aber Sie werden sehen, ich werde Ihnen die Zeitungsseiten auch zeigen, wie das aussieht. Alles das brauchen Sie mir erstmal nicht glauben, ich kann es aber beweisen, weil ich hier die Wahlergebnisse zur Europawahlen habe. Das sind jetzt nicht Meinungsumfragen, bei Meinungsumfragen, wissen Sie, haben wir immer die einen oder anderen Probleme, da stimmt manchmal was nicht oder wird gewichtet und dann kommt was raus, was man gar nicht erwarten würde. Ich will da keine Anekdoten erzählen, aber ein gutes Beispiel ist die letzte Wahl in Großbritannien, wo alle gesagt haben, es gibt überhaupt keine Mehrheit, sondern keine Partei wird eine Mehrheit gewinnen. Und am Wahlabend kam raus, doch, die Konservativen gewinnen die Wahl. Nicht mal die Königin hat es geglaubt, die war gar nicht da, weil der Premierminister wohl muss ja zu ihr hinfahren, um dann quasi in der Audienz zum Premierminister zu werden. Die musste erst anreisen nach London, damit der Premierminister überhaupt, also der neue und alte Premierminister, im Amt bleiben konnte. Ja, Sie sehen, wichtig ist dabei bei diesem ganzen hier vielen Zahlen, also Nordirland lassen wir mal weg, habe ich extra noch, das ist halt der Lage geschuldet, dass es da völlig andere Parteien gibt. Aber oben, die Zahlen der Wahlbeteiligung sind schon mal interessant, nicht? 1999 waren es noch 23,1%, 1999 hat sich das Wahlsystem geändert, bis 1999 hatte man große Wahlkreise, einer Wahlkreise, wo man einfach die Mehrheit haben musste, die waren aber riesig groß für die Europawahl, weil es so wenige sind. Und die Abgeordneten haben das einfach nicht hinbekommen, da von Tür zu Tür zu fahren und Hände zu schütteln, das war einfach zu riesig. Und dann hat man sich geeinigt, doch eine Verhältniswahl einzuführen, auch in Kreisen, in Bezirken sozusagen, aber immer in Verhältniswahl. Das mag vielleicht dazu beigetragen haben, dass wir nur 23 haben, aber wir haben nie eine Wahlbeteiligung über 36% gehabt. Nie. Also egal, wie Sie das sehen, die Europabegeisterung sieht anders aus. Also wenn ich das ernst nehme, die Wahl, müsste die Wahlbeteiligung höher sein. Das Zweite, was wir sehen, von Beginn an eigentlich das, was Sie auch im Regierungssystem sehen, einmal die Roten sind die Wahlsieger, einmal sind die Konservativen die Wahlsieger, einmal die Labour Party und das wechselt so hin und her. Aber die letzte Wahl, nicht 2014, heißt der Wahlsieger United Kingdom Independence Party, keine der großen Parteien. 27,5%, Konservativen haben 23,9%, Labour 25,4%. Da ist nochmal ein Umschwung. Von den wenigen, die gewählt haben, hat ein großer Teil eine Partei gewählt, deren Programm ist, aus der EU auszutreten. Das ist die größte Partei geworden quasi bei der Europawahl. Und dann schauen sich die Sitze der Liberal Democrats an, Liberaldemokraten. Das ist eine Partei, deren Parteiprogramm völlig proeuropäisch ist, auch für inneren Föderalismus in Großbritannien eintritt, aber das ist ein anderes Thema. Also für Europa eintritt diese Partei. Und was passiert mit den Liberal Democrats? Am Anfang hat man immer so 13, man fast 20 und so weiter Prozent. Die schrumpfen dann auf 6,9%, haben jetzt noch einen einzigen Abgeordneten in Europa. Einen einzigen. Also man sieht, alle proeuropäischen Kräfte verlieren deutlich bei Europawahlen. Die letzte Tendenz ist nochmal so ein richtiger Einbruch. Die Konservativen haben ja auch ein bisschen der Sache Rechnung getragen, indem sie gesagt haben, wir machen bei der Europäischen Volkspartei nicht mehr mit. Wir machen eine eigene konservative Gruppierung auf, was ja auch Konsequenzen hat für europäische Entscheidungen. Ich habe hier nur nochmal die wichtigsten Stationen der Mitgliedschaft Großbritanniens aufgelistet. Das eine hatte ich schon erwähnt, den Britenrabatt, der von Margaret Thatcher 1984 auf dem Gipfel von Fontainebleau endgültig sozusagen durchgesetzt wurde, nicht? Wir haben 1986 quasi den Höhepunkt der EU-Begeisterung in Großbritannien, nämlich mit der Einheitlichen Europäischen Akte, die dann 1993 zur Vertiefung des Binnenmarktes geführt hat. Da war Margaret Thatcher sehr dafür, nicht? Das war das Modell. Erweiterter Markt, aber ohne Politik. Und erweiterter Markt, das war ja durch den Beschluss, jetzt nicht tarifäre Handelshemmnisse abzuschaffen und da in der Übergangszeit bis 92 und ab 1.1.93 einen vertieften Binnenmarkt zu haben, da war man dafür. Und Margaret Thatcher hat richtig auch Propaganda gemacht dafür, nicht? In den britischen Schulen, die im Neuen normalerweise anfangen, hat dann um 8 Uhr schon Filme gezeigt,
für den Binnenmarkt. Ja? Wir wollen da alle mitmachen und so. Und das ist ganz toll. Ja? Aber das war sozusagen der Höhepunkt von Europafreundlichkeit. Und es wurde dann schon wieder sehr mulmig, als man aus dem europäischen Währungssystem, wie ich erwähnt habe, austreten musste 1992. Und der Grund ist Spekulation gegen die Währungen der europäischen. Die Bundesbank hat die französische Währung unterstützt, die britische nicht. Das hat man schon gesagt, typisch, die Deutschen, ne? Die unterstützen die Franzosen, die Briten natürlich nicht. Und das ist alles Quatsch, was wir da gemacht haben, dass wir unser Pfund in irgendeiner Weise in ein europäisches Währungssystem eingebunden haben und dann Spannbreiten für das Schwanken der Währung zur D-Mark quasi als Ankerwährung akzeptiert haben. Also 1992 hatte fast John Major das Premieramt gekostet, nämlich 1992 waren auch noch Wahlen in Großbritannien und er hat knapp gewonnen. Da hatte man aber auch schon vorausgesagt, das wird er nicht mehr. Er hat aber nochmal gewonnen. Ja. Und eben auch der Vertrag von Maastricht 1992, das hat ein bisschen gehäuft, die Probleme für Großbritannien. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ja Helmut Kohl damals als deutscher Bundeskanzler hingefahren und hatte schon vereinbart quasi im Vorfeld, vor allem mit Frankreich, die gemeinsame Währung und wollte auch gleichzeitig ein föderales Europa neben dazu, also die wirtschaftliche Integration ergänzen durch die politische Integration. Und bis heute wird ja in der Europaforschung diskutiert, ob wir da den Grundfehler haben, warum es heute so viele Probleme gibt, weil wir zwar wirtschaftlich integriert haben, aber politisch nicht ausreichend integriert haben. Kann man verschiedener Meinung sein, das ist ein offener Streit. Für die Briten war es klar, keine gemeinsame Währung. Und John Major wurde ja dann mit der Sport, wenn sie Tennis spielen, von der Sportvokabel der britischen Presse zitiert, Spiel, Satz und Sieg für Großbritannien. Das hieß eben keine politische Union, sondern war etwas Neues erfunden. Das Wort gab es im Englischen vorher gar nicht. Subsidiarity, Subsidiaritätsprinzip. Ja. Kein Mensch wusste, was das war vor 1992. Inzwischen weiß man es, weil man es dauernd hört. Aber man hat dann Subsidiarität in dem Sinne nicht irgendwie von unten gedacht, sondern von oben gedacht. Erstmal macht es der Nationalstaat und das ist aus britischer Sicht eine Schranke gegen zu viel EU. Es ging da nicht um die Selbstbestimmung von Regionen oder irgendwas, sondern eher darum, den europäischen Superstaat zurückzudrängen. Das war die britische Idee dabei. Das ist bis heute das Argument. Ja, der Superstaat, den die Europäer alle im Kopf haben, oder meistens sind es auch die Deutschen, die Europa beherrschen wollen. Und da kommen jetzt schon so Sprüche nicht auf Plakaten, nicht wird der Zweite Weltkrieg nochmal geschlagen und so weiter. Wo wir ja gewonnen haben, aus britischer Sicht, ne, wo wir ja our finest hour hatten, wie das so schön Churchill gesagt hat, unsere schönsten Stunden, ne, wo wir die großen Sieger waren. Gut. Die prinzipielle Linie lässt sich leicht zusammenfassen und das können Sie in jeder Rede nachlesen, ob Sie Tony Blair, Labour lesen oder Konservative lesen, die sagen alle EU ja, aber nur, wenn sie nationalen Interessen dient. Und das ist ja der Gegenteil vom europäischen Geist. Ja? Also man würde nie was aufgeben, ich sage ja Kosten-Nutzen zu Beginn, wenn man dafür nichts bekommt. Also Europa ja, wenn es den nationalen Interessen dient. Zweitens, es gibt keine prinzipielle Einschränkung der Souveränität. Nicht? Es gibt ja viele, die sagen, die europäischen Staaten poolen sozusagen Souveränität. Sie geben Souveränität nach Europa, damit dann in Europa noch mal was Besseres entsteht. Man gibt Teile der Souveränität ab. Das geht im Föderalismus passiert das ja auch, nicht? Zwischen Bund und Ländern. Aber da ist jetzt auf europäischer Ebene, aus britischer Sicht war das nie der Fall. Nicht? Margaret Thatcher hat auch eine Rede dazu gehalten. Aber abgesehen davon von Margaret Thatcher, das ist die prinzipielle Idee, wenn wir beitreten, können wir jederzeit austreten, weil souverän ist eigentlich nur das britische Parlament und das House of Lords hat also einen Beschluss gefasst, dass sozusagen die Parlamentssouveränität zeitweise quasi außer Kraft gesetzt wird, um diese EU-Entscheidung akzeptieren zu können. Also der EuGH ist ein Fremdkörper, man macht zwar alles, was sozusagen an Normen kommt und wenn Sie schauen um die Umsetzung von Normen, ist Großbritannien besser wie Deutschland zum Beispiel, setzt viel mehr um, aber eben nicht alles, was man mit Opt-outs verhindern kann. Man hat also viele Bereiche, wo man nicht mitmacht und grundsätzlich das Problem bleibt die letzte Entscheidung. Und das, was ich schon erwähnt habe, ist ökonomische Interesse. Das Schönste für Großbritannien, da wäre man sofort dabei, Erweiterung der EU ohne Vertiefung. Also ein noch größerer Markt und die politischen Strukturen alle abräumen.
also die Brüssel zumachen und eine große Freihandelszone. Auch widersprüchlich geworden inzwischen, weil bis vor kurzem dachte ich noch, das ist irgendwie konsistent. Jetzt verfolge ich ja die Brexit-Debatte und dann hört man plötzlich, ja, das war doch ein Fehler, dass wir da so viele Polen und Rumänen reingelassen haben, nach dem Beitritt der osteuropäischen, mitteleuropäischen Länder zur Europäischen Union. Damals hat Österreich, Deutschland gesagt, 7 Jahre Übergangsfrist und dann kann man rein. Die Briten haben gesagt, das ist Quatsch, ja? Für uns sind das tolle Arbeitskräfte, wir kriegen die besten Köpfe, wenn wir uns öffnen. Es sind auch über 500.000 Polen gekommen. Und jetzt plötzlich in der Brexit-Debatte heißt es, zu viele EU-Ausländer da, die machen unsere Schulen kaputt, die machen unser Gesundheitswesen kaputt, die machen unsere Arbeitsplätze kaputt. Also das ist ein bisschen inkonsistent, nicht? Bei der Türkei-Erweiterung genauso. Wo in Deutschland, Österreich so weiter gesagt, Vorsicht. Die Briten sagten, wieso Vorsicht? Größerer Markt, die sollen kommen. Jetzt lese ich, zeige ich Ihnen nachher auch eine Zeitungs, erste Seite, es kommen 12,4 Millionen Türken, wenn wir jetzt nicht austreten, wenn wir keinen Brexit machen. Ganz schlecht, ja. Also so genau kann ich nicht mehr sagen, dass da eine Linie ist, aber das war sozusagen die ursprüngliche Idee, war schon weniger Politik, weniger politische Integration, mehr ökonomische Integration. Jetzt im Vortritt, dieses Vorfeld des Austrittsreferendums sind noch ein paar ungünstige Dinge passiert, abgesehen von den allgemeinen Dingen wie Flüchtlingsfrage oder Eurokrise, was ja auch keine gute Laune macht. Nicht? Die Briten haben das Wort Schadenfreude, gibt es auf Englisch auch, ja? in Deutsch. Heißt auch Schadenfreude, kann man im Englischen auch sagen. Und das kennen die Briten. Ne? Also habt doch gewusst beim Euro, dass das nicht klappt. Ja? Wir sind ja Gott sei Dank nicht dabei, aber das haben das im Kontinent alles ins Sand gesetzt. Also abgesehen von diesen grundsätzlichen Dingen gab es einige EU-Entscheidungen, zum Beispiel, dass Juncker Kommissionsvorsitzender wurde jetzt. Dagegen waren Tschechien und Großbritannien. Das Argument war ja sehr stark gemacht worden, wir hatten ja Spitzenkandidat bei der Europawahl. Juncker war Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei. Dann haben die Briten gesagt, wieso Spitzenkandidaten? Erstens, wir kennen keine Spitzenkandidaten. Wir wählen in Wahlkreisen und wer den Wahlkreis gewinnt, ist im Parlament und fertig. Wir haben keine Spitzenkandidaten. Den Premierminister wählt man nicht irgendwie so. Der wird auch gar nicht gewählt. Der geht ja zur Königin und macht Audienz und dann ist das ja. Also, und außerdem, wieso Spitzenkandidat der EVP? Wir sind da ausgetreten aus der EVP als konservative Partei. Wir haben doch mit denen gar nichts zu tun. Das kann nicht unser Spitzenkandidat gewesen sein. Und jetzt lassen wir mal alle, wie will ich sagen, hier wird ja alles für die Ewigkeit festgehalten. Hier. Also alle Skandale, kann man wahrscheinlich sagen, um Juncker und seine Finanzbeziehungen weg, die in Großbritannien auch eine Rolle gespielt haben, sagen, also soll so jemand überhaupt EU-Präsident werden. Wie Sie wissen, Frau Merkel hatte ja auch eine Weile Bedenken und ist dann umgeknickt. Ja, und dann die Finanztransaktionssteuer, die jetzt wahrscheinlich nicht kommt, aber die Deutschen und Franzosen gestartet hatten und also Besteuerung von geschäftlichen Handlungen auch der Londoner City. Das wurde als bösartiger Akt gegen Großbritannien gesehen. Die Londoner City ist ein Drittel der Wirtschaftskraft des Landes und als Hebel sozusagen der anderen Europäer dieses wichtige Wirtschaftsgut kaputt zu machen. So wurde es wahrgenommen in Großbritannien. Also insofern viel Freundlichkeit hat man eigentlich nicht erfahren von der EU vor dieser Frage und schon vor jetzt den Brexit. Und schon da hatte man Debatten geführt, was man nun ändern müsste. 2010 bis 2015 gab es eine Koalitionsregierung in Großbritannien, die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, zwischen konservativer Partei und Liberaldemokraten. Ich sagte ja, Liberaldemokraten proeuropäisch, das heißt, man konnte jetzt aus konservativer Sicht seine radikalen Ansichten nicht durchsetzen. Aber trotzdem, obwohl man in Partnerschaft war mit dieser sehr europafreundlichen Partei, wurde 2011 der European Union Act verabschiedet. Und da stand schon drin, und da sieht man, wie weit selbst die Europafreunde zu gehen bereit waren, da steht drin in dem Gesetz nun, wenn wichtige Kompetenzübertragungen von Großbritannien nach Brüssel stattfinden, weil das eben EU-Politik ist, dann kann die Regierung jederzeit ein Referendum ausrufen lassen, um zu überprüfen, ob die Bevölkerung das will.
Also ein sogenannter Referendum Lock, also eine Blockade sozusagen, die man jederzeit aufrufen kann, wenn man meint, Brüssel nimmt sich zu viel Kompetenzen. Und das hat selbst diese europafreundliche Koalition schon durchgesetzt. Ja? Und natürlich hat Cameron versucht, seine eigene Partei in irgendeiner Weise wieder zusammenzuhalten. Die erste Konzession hatte ich ja schon genannt, dass man die Europäische Volkspartei verlassen hat. Die zweite Konzession war dann, das war immer die Fehleinschätzung anscheinend von Cameron, je mehr ich Konzessionen gebe, desto leichter kriege ich die Konservativen unter einen Hut. Die nächste Konzession war zu sagen, 2013, wenn wir alleine regieren, dann gibt es ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft. Wo wir jetzt am 23.06. wird man es ja dann sehen. Ja? Und es kam ja so, der Wahlsieg kam 2015 und damit eben auch wurde das Versprechen umgesetzt und es gab den European Referendum Act 2015 und damit eben auch, wollen Sie austauschen? Danke. Und damit auch die Verbriefung sozusagen dieses Referendums. Also musste ein bisschen was ändern noch, weil das House of Lords Einwände hatte. Es stand nur drin als Frage, möchten Sie bleiben? Und jetzt hat man ausdrücklich auch, möchten Sie verlassen die EU? Es hat zwei Fragen daraus gemacht bei dem Referendumsgesetz. Aber im Grunde genommen ändert sich dabei nichts. Das spiegelt auch wieder das Erstarken von UKIP, das habe ich Ihnen ja gezeigt, hier bei den Europawahlen 2014. Also auch darauf wollte man reagieren, weil es kam dann schon dazu, dass zwei Abgeordnete der Konservativen ausgetreten sind und sind bei UKIP eingetreten. Also Cameron fühlte sich in dieser Situation irgendwie genötigt, die Partei zusammenzuhalten. Deswegen auch nur dieses, man wird vielleicht in der Zukunft sagen, leichtsinnige Versprechen eines Referendums. Das war eigentlich innerparteilich motiviert. Man wollte die Partei zusammenhalten. Erst mit dem Referendum-Lock, dann eben mit dem Austritt aus der EVP, dann Referendum-Lock und drittens jetzt eben mit dem Brexit-Referendum. Cameron sagte, wie ich sagte, er ist ja nicht ein Europafreund durch und durch, sondern sagt, er hat ja Probleme. Deswegen würde er ja nicht ein Referendum ausrufen, ohne die Situation verbessert zu haben. Nur dann könne er sich für Europa stark machen. Und das haben Sie ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass er dann Verhandlungen mit der EU gestartet hat, um seine Forderungen durchzusetzen. Seine Forderungen habe ich hier aufgeschrieben. Das erste Forderung war die Sicherung der nationalen Souveränität und das Ausschließen weiterer Schritte zur Vertiefung der europäischen Integration. Also da was eigentlich in der Logik der britischen Europapolitik liegt. Man möchte nicht weiter mitmachen bei der europäischen Integration. Da geht es um diese Formel, die seit 1957 in den Verträgen steht, der immer engeren Union in Europa als Ziel der EU. Also europäische Einheit oder europäische Integration als Ziel. Dann ein Stopp der EU-Zuwanderung. Das war von vornherein nicht sehr erfolgreich oder konnte man als nicht sehr erfolgreich einschätzen, diese Forderung, weil eines der vier Grundprinzipien des Binnenmarkts natürlich die Personenfreiheit ist, dass sie jederzeit im anderen EU-Land eine Arbeit aufnehmen können und Ähnliches. Aber dennoch hat er das gefordert und gesagt, wenn ich das nicht kriege, dann wenigstens die Sozialleistungen verschlechtern für all diejenigen, die nach Großbritannien kommen wollen, um einen Abschreckungseffekt zu erzielen. Drittens sollte die nationale Souveränität dadurch gestärkt werden, durch ein sogenanntes Rote-Karten-System, dadurch, dass nationale Parlamente dann eben EU-Gesetzgebung hätten blockieren können. Er hatte sich vorgestellt, das britische Parlament kann das alleine machen, aber wir sind ja in Europa mit 28 Mitgliedstaaten, ein paar mehr als Großbritannien, insofern ist das ein bisschen auch unrealistisch gewesen. Und schließlich drittens die Anerkennung, dass der Euro nicht mehr die alleinige Währung sozusagen der EU ist. Ich meine, wenn Sie sich an den Verfassungsvertrag erinnern, von denjenigen, die das mitbekommen haben, Europa wollte sich ja mal einen Verfassungsvertrag geben, der gescheitert ist, dann kam der Lissabon-Vertrag, der heute gilt. Im Lissabon-Vertrag steht einiges nicht mehr drin, was im Verfassungsvertrag drin steht. Zum Beispiel die Idee gemeinschaftlicher europäischer Symbole, also Europaflagge, Europatag. Und da stand auch drin, der Euro ist ein Symbol Europas als alleinige Währung. Und das gilt jetzt, wollte Cameron und will Cameron, dass es nicht mehr gilt, sondern das Pfund soll genauso gut eine europäische Währung sein wie der Euro.
Also keine Perspektive des Euro-Beitritts, aber auch keine Diskriminierung der Nicht-Euro-Länder. Das ist für Großbritannien sehr wichtig. Also wenn die Euro-Gruppe sich trifft, da ist ja Großbritannien nicht dabei. Das sind ja immerhin, was sind es, 18, glaube ich, oder 19 der 28 Mitgliedstaaten, die den Euro haben. Und klar, da fallen viele wichtige Entscheidungen, nicht? Und da möchte man eigentlich dabei sein. Aber den Euro will man trotzdem nicht einführen. Jetzt hat man einen Hebel sozusagen bekommen, oder wollte man, hat man gefordert, nicht? In Großbritannien von vornherein schon interessante Ideen gehabt, nicht? Als die Europäische Zentralbank gegründet wurde, hat man gesagt, ja, der Finanzplatz ist London, das muss nach London, die Europäische Zentralbank. Die haben die Euro-Länder gesagt, naja, aber ohne dass ihr den Euro einführt, warum soll das nach London? Ja? Und dann ist halt dahin gekommen, wo die Bundesbank war, nach Frankfurt. Gut. Was kam raus? Wir hatten ein Gipfeltreffen in der EU am 18. und 19. Februar. Das Ergebnis war weniger. Einige sagen, er hätte ein paar Hundeknochen nur bekommen, so in der britischen Presse. Kann man vergessen. Wird auch jetzt in der Brexit-Debatte gar nicht mehr irgendwie, spielt keine Rolle, nicht? Also Cameron hat das verhandelt, aber es wird gar nicht mehr diskutiert jetzt im Augenblick, wenn es um Pro oder Contra geht. Es war schon klar, dass es nicht möglich sein würde, die Niederlassungsfreiheit für EU-Inländer zu renationalisieren. Deswegen die zweite Präferenz, schlechtere soziale Bedingungen. Da gibt es nur einen Denkfehler bei Cameron. Es ist nachgewiesen, dass die meisten EU-Ausländer, die in Großbritannien sind, nicht die Sozialsysteme ausbeuten, sondern arbeiten. Und sie arbeiten deshalb dort, weil der Mindestlohn schon so hoch ist. Und der ist 2016, ich habe ein Beispiel hier, nicht 1.379 umgerechnet natürlich Euro im Monat. In Polen beträgt der Mindestlohn 409 Euro. Also wenn man arbeiten kann zu diesen Bedingungen, kommt man natürlich nach Großbritannien. Und bis 2020 ist geplant, den Mindestlohn um mehr als ein Drittel zu erhöhen. Ob in Polen sich das so schnell erhöht, bezweifle ich. Da sehen Sie, das ist ein ökonomischer Anreiz. Die Konservativen auf der einen Seite wollen die Leute raushalten, erhöhen aber den Mindestlohn, was ein großer Anreiz ist, zu kommen, nicht? Wenn man nicht annimmt, dass sie alle nur in den Sozialsystemen geparkt sind und was empirisch so nicht stimmt. Also man hat dann schon erreicht, dass die Sozialleistungen eingeschränkt werden. Ich habe es ein bisschen ausführlicher hingeschrieben. Die Idee ist, dass er für Europa ja nur für ganz Europa reden kann, dass man dann irgendwie sagt, in Ausnahmefällen. Das heißt, man hat der Großbritannien zugestanden, wenn ihr drin bleibt, erklärt die EU sofort danach einen Notstand für euch, speziellen Notstand, der dann auch weiter. Und wegen dieses Notstands dürft ihr dann die Sozialleistungen kürzen. Das ist natürlich tricky, das ist ja nicht, aber gut. So funktioniert es anscheinend im Europarecht irgendwie. Also 4 Jahre lang darf man EU-Ausländer von Sozialleistungen ausschließen. Die britische Regierung wollte 13 Jahre, da sind sie dann runtergehandelt worden. Können Sie im Einzelnen nachlesen. Und natürlich Einschränkungen bei Kindergeld, Neuanträgen und so weiter, Zuzug und natürlich die Terroristen, ja, wo immer die sind. Auch die müssen strenger beobachtet werden. Die Formel von der immer engeren Union als Ziel der EU soll fallen für Großbritannien. Also Großbritannien darf Rosinenpicken betreiben und wahrscheinlich wird das auch viele andere Länder anreizen, das zu tun. Man muss also nicht mehr die Vertiefung der EU in irgendeiner Weise akzeptieren. Was das bedeutet, ich habe mich sehr gewundert, dass nicht viel darüber diskutiert wurde, als diese Passage der immer engeren Union einfach gestrichen wurde. Weil es steht sonst nichts im Lissabon-Vertrag drin, in europäischen Verträgen, warum wir eigentlich in der EU sind. Also die einzige Begründung ist pro Integration, die Begründung ist diese immer engere Union. Und die fällt jetzt einfach so weg und keiner diskutiert es in Europa. Ich war total überrascht, aber anscheinend meinen einige, das ist Verfassungslyrik. Das ist sowieso völliger Quatsch, was da steht. Also kämpft keiner dafür, für diese Integrationsabsicht. Ja. Das rote Karten-Idee, also dass die Parlamente Recht bekommen, Beschlüsse in Brüssel zu stoppen, wurde
wieder europäisch betrachtet, also es genügt nicht das britische Parlament, sondern 55% der nationalen Parlamente in der EU braucht man, um ein Veto einzulegen. Das Veto ist aber allerdings nicht absolut, also kein Nein, sondern ein aufschiebendes Veto. Das da ist zugesichert worden, dass das in die Verträge kommen soll. Ich lasse jetzt mal die Problematik weg, wann überhaupt diese Verträge geändert werden sollen und von wem. Auch dazu gibt es einiges zu sagen und in den EU-Verträgen stehen da auch zwei Möglichkeiten und beide sind nicht so attraktiv, glaube ich. Gut, kurz ein Überblick. Ich kann nicht alle Argumente, wir werden noch einige sehen auf den ersten Seiten, die ich Ihnen noch kurz zeige am Ende, der Befürworter und der Gegner der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens. Ein kurzer Überblick, also diejenigen, die sagen, man soll herausgehen, also für Brexit, die sagen, nach der Trennung von der EU können wir ein neues Handelsabkommen aushandeln, wie TTIP, CETA und so weiter, also Großbritannien mit anderen. Und wir müssen nichts mehr zahlen für die EU. Wir sind Nettozahler, die Finanzbeiträge fallen weg. Wenn wir dann draußen sind, zweites Argument, gibt es einen Boom bei den Arbeitsplätzen, weil die Unternehmen nun nicht mehr diese überflüssigen EU-Regeln anwenden müssen, sondern unser eigenes und das wird viel schlanker und da wird es einen Wirtschaftsaufschwung geben. Und Jobs sind eben nicht abhängig von der Mitgliedschaft, sondern von guten Handelsbeziehungen, die kann ich auch haben, ohne in der EU zu sein. Drittes Argument, Großbritannien kann wieder seine Grenzen selbst kontrollieren. Diese Kampagne heißt ja Vote Leave, stimmt für den Ausdruck, heißt aber auch weitergehend Take Control. Holt euch wieder die Kontrolle über euer eigenes Land zurück. Nicht? Das spielt eine große Rolle. Wenn wir das schaffen, dann kommen natürlich auch weniger Einwanderer, wenn wir die Grenzen kontrollieren. Das heißt mehr Jobs für britische Arbeiter, höhere Löhne. Die Schulen werden nicht mehr überlaufen von Zuwanderern, die Krankenhäuser oder andere öffentliche Dienstleister sind befreit von diesem Druck. Weiterhin wird argumentiert, die EU brauchen wir eigentlich nicht mehr so stark für Exporte, weil sie sowieso in der Wirtschaftskrise und man könnte ja auch so wie China oder die USA mit der EU verhandeln. Und im Rahmen der internationalen Vereinbarungen wie der WTO kann man natürlich auch auf vorteilhafte Handelsbeziehungen außerhalb der EU dringen. Und an einigen Dingen ändert sich sowieso nichts. Vereinigtes Königreich bleibt in der NATO. Sicherheitspolitisch sind wir nicht gefährdet durch den Austritt. Im Sicherheitsrat der UN, wir bleiben Atommacht und sind deswegen auch immerhin noch weltweit einflussreich. Für Briten im Ausland hätte es keine Folgen. Und ohne den Mehrwertsteuerkorridor der EU könnte man eine bessere Mehrwertsteuergesetzgebung durchsetzen. Und man könnte auch mehr Souveränität bekommen, wenn wir den europäischen Haftbefehl nicht mehr hätten. Was sagen die Befürworter der Mitgliedschaft? Die sagen, eine Trennung von der EU, die von der EU unterstützt wird, gibt es nicht. Also die Idee, dass die EU sagt, ach, ist ja toll, dass er geht, was können wir denn so arrangieren, damit es euch noch besser geht. Das glauben die wenigsten. Dieses Rosinenpicken wird nicht funktionieren. Es kann im Extremfall auch wieder hohe Zölle geben und da entstehen große Nachteile. Viele Arbeitsplätze werden verloren gehen, weil die Firmen ihre Produktionsstätten verlagern in andere EU-Länder, weil sie ja nur in Großbritannien sind, weil Großbritannien der EU ist. Nicht? Warum soll Toyota, eine japanische Firma, wie Sie alle wissen, unbedingt in Großbritannien produzieren? Sie produzieren dort, weil sie dann der EU produzieren und dann keine Zölle zahlen müssen. Aber das können sie genauso gut in Frankreich machen. Und Hollande hat ja schon gesagt, er freut sich auf alle, die kommen. Ja? Also wir werden ja sehen, ob er recht hat. Also die Einwanderung nach Großbritannien, so wird argumentiert, auch von EU-Bürgern hätte eher genutzt und nicht geschadet. Und der EU-Beitrag sei nicht so hoch, dass er Großbritannien in Schwierigkeiten bringen würde, zumal ja der Britenrabatt auch gilt. Die EU ist der Haupthandelspartner des Vereinigten Königreichs und das würde großen Schaden anrichten, wenn nun das Land austritt. Es wurde auch über die Gefahr einer außenpolitischen Isolation
gesprochen. Und im Unterschied zu denjenigen, die sagen, Brexit hätte keine Folgen für Briten im Ausland, wird gesagt, na, da müssen sie sich dann doch, werden sie ja dann Einwanderer und stellen sich vor, in Deutschland ist das ja so, dass Einwanderer Deutsch lernen müssen. Da müssten die Engländer auch noch Deutsch lernen. Das ist eine furchtbare Drohung. Ja? Das, also ein monosprachliches Land. Also meistens, wenn man dann im Ausland ist, redet man besonders laut, ne, als Engländer, weil man denkt, dann verstehen sie die blöden Einheimischen dann wenigstens. Aber nein, die haben eine andere Sprache. Das ist halt ein Problem. Die müssen es halt dann lernen. Und das ist eine große Drohung. Denn die Sprachenkenntnis ist ihnen zurückgegangen. Visapflicht vielleicht sogar noch, wenn sie nach Deutschland fahren oder nach Österreich. Ja. Die ausländischen Unternehmen würden versuchen, eben zu vermeiden, dass sie da in britischer Steuergesetzgebung, wenn die nicht, ihnen nicht passt, fallen und versuchen, sie zu vermeiden. Und es wird auch gesagt, vieles Soziales, und das ist, was die Gewerkschaften immer wieder in Großbritannien zwar nicht richtig laut, aber doch mal immer wieder sagen, dass die EU auch einen gewissen Sozialstandard garantiert, dass man nicht raus soll. Letztes großes Problem, das ungeklärt ist, und das können auch die Brexit-Befürworter nicht beantworten, was danach? Also raus, ja, aber wie sieht es denn danach aus? Welches Modell? Also Modell Norwegen, Island, Liechtenstein, also Mitgliedschaft in der europäischen Freihandelszone. Aber damit kann man zwar einige Bereiche vielleicht ausnehmen aus EU-Regeln, aber sie gelten doch für eine ganze Reihe weiter. Die werden auch weiterentwickelt, aber Norwegen kann nicht mitbestimmen, muss es einfach durchführen, was die EU beschließt. Und man muss auch sogar auch einzahlen weiter in die EU, das macht Norwegen, und es muss sogar auch diese Personenfreiheit, das Niederlassungsrecht akzeptieren. Ja, dann sagt man, oder Modell Schweiz, bilaterale Verträge, also kein Wirtschaftsraum, sondern bilaterale Verträge. Wir sehen, was passiert ist in der Schweiz, da gab es ja das Referendum, wo es darum geht, dass nun Ausländer, meistens sind ja Österreicher und Deutsche da betroffen, sollen da nicht mehr sich niederlassen dürfen. Das hängt alles zusammen. Die EU hat gesagt, wenn ihr diese Personenfreizügigkeit einschränkt, sterben die anderen Verträge auch, die wir mit der Schweiz haben. Und die Schweiz zahlt auch ein in die EU übrigens, ja. Und also insofern würde das alles die Versprechungen der Brexit-Befürworter nicht gefallen. Ja, da haben wir noch Modell Türkei, eine Zollunion. Ja, da kann man natürlich auch sehen, ob das überall für alle Märkte gilt, dann die sich öffnen. Und es ist auch sehr wenig, nicht? Also nur Zollunion, das ist ungefähr sowas, was wir EWG mal hatten. Ja, oder eben Freihandelsabkommen, das habe ich schon erwähnt. Oder eben kein Abkommen und vertraut irgendwie auf die Welthandelsorganisation, dass sich da diese Regeln eben auch durchsetzen. Alle diese Modelle machen die lichten Versprechungen der Brexit-Befürworter ein bisschen weniger licht. Ja? Also man hat sich da noch nicht festgelegt. Der Justizminister Michael Gove hat gesagt, ja, der ist also einer der Köpfe für den Austritt, ja? Einer der Leave-Campaign-Spitzen, der jetzige Justizminister von der konservativen Partei, hat gesagt, na, sind wir draußen, dann sind wir in der gleichen Lage wie Albanien. Das kam aber nicht so gut an. Ne? Also die Briten wollen in der gleichen Lage wie Albanien, das haben sie sich jetzt doch nicht. Ja? Aber gut, man kann es ja mal versuchen. Also Gove hat es dann wieder zurück, also nicht mehr dazu weitergeführt. Aber das war das Konkreteste, was wir gehört haben von den Brexit-Leuten, was danach kommen soll. 2 Jahre muss verhandelt werden, einige sagen 7 Jahre und alle hoffen darauf, dass die EU total großzügig ist. Aber zu dieser neuen Vereinbarung müssen 28 Mitgliedstaaten samt Parlamenten zustimmen, plus das Europaparlament. Und wenn Malta irgendwas nicht gefällt, dann ist schon Schluss. Ja? Oder wenn einer sagt, also jetzt aber den Briten keinen Millimeter geben. Ne? Die Deutschen haben schon ein bisschen so getan, als ob, weiß man nie, was da rauskommt. Ne? Schäuble sagte, draußen ist draußen, ja? Der Finanzminister. Naja. Was immer das bedeutet. Ja? Also wenn es darauf ankommt, auf den Schwur, was wir den Briten jetzt geben, wir wissen es nicht. Ja? Aber die Brexit-Leute wissen es auch nicht. Und das ist ja die Hoffnung eben der Befürworter, die sagen, wir bleiben drin, weil wenn die Leute in der Wahlkabine stehen und sagen, okay, EU ist furchtbar, aber was kommt danach? Und die Furcht, dass man doch vielleicht sich schlechter stellt, nicht weil man Europa liebt, aber wenn man sich schlechter stellt, dann doch ein Kreuz machen für bleiben. Ja? Deswegen fährt ja auch die Pro-Europa-Kampagne richtige Furchtkampagne.
Und da sehen wir, welche Probleme es eigentlich gibt in dem Referendum. Das habe ich kurz zusammengefasst. Eines habe ich schon genannt, dieser innerparteiliche Krieg in den konservativen Parteien zwischen Johnson und Cameron, der eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern das Thema wird benutzt, um jetzt den Parteivorsitz auszukämpfen sozusagen und damit auch das Amt des Premierministers. Einer der Verbündeten, der Austrittsbefürworter, auch ein früherer Vorsitzender der konservativen Partei, Ian Duncan Smith, Arbeits- und Sozialminister, ist schon zurückgetreten, mit sehr plakativ. Da ging es um Kürzungen von Sozialleistungen an Behinderte durch den Schatzkanzler George Osborne. Osborne ist für den Beitritt, für den Beibehalt der Mitgliedschaft. Und er hat das dazu genutzt, sozusagen die Regierung als unsozial und so weiter. Er hat gesagt, die Regierung kämpft nur gegen Leute, die sie sowieso nicht wählen. Und das von dem konservativen Minister, der in der Regierung sitzt. Man sieht also, wie weit das gekommen ist. Und dann gab es die Panama Papers, ich will das nicht ausbreiten, da kam dann Camerons Name vor, weil sein Vater hatte da irgendwie Geld in Briefkastenfirmen und so weiter. Und Debatten dann auch über die Frage, dürfen Steuergelder überhaupt ausgegeben werden für diese Kampagne? Also sowohl die Kampagne für Bleiben, als auch die für Rausgehen, kriegen Steuergelder für die Kampagne. Aber die Regierung hat nochmal zusätzlich Regierungsgelder genommen, 9 Millionen Pfund, um Informationsblättchen zu drucken und die in die Haushalte zu verteilen. Auch ein Thema, was die Leute aufgeregt hat. Ja. Gut, was ist die Kampagne? Alle übertreiben, zum Teil maßlos, werde ich Ihnen gleich das zeigen. Die Pro-Kampagne setzt auf die Furcht vor den ökonomischen Folgen. Die Brexit-Kampagne hat ein anderes Thema gefunden, das emotional furchtbar gut greift, nämlich die Einwanderung. Also das, so, das ist das Mobilisierungsthema. Nicht? Die konservative Partei, wie gesagt, ist zerrissen. Cameron hat sich geweigert, mit einem konservativen Kabinettsmitglied pro und contra zu diskutieren im Fernsehen. Da musste Nigel Farage, der Chef der UKIP-Partei, her. Die Labour Party findet fast nicht statt. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein großer Fehler, aber sie tun nichts. Und in der Presse ist es überwiegend negativ. Zwei wichtige Fragen sind ungeklärt und deswegen kann ich auch nicht genau sagen, wie das Referendum ausgeht. Die erste Frage ist, was ist mit den älteren Wählerinnen und Wählern, die sind überwiegend für den Austritt, für Brexit. Und da gab es aber Meldungen, dass sich deren Haltung in der Zwischenzeit doch ein bisschen geändert hätte. Und das zweite ist, wie ist die Wahlbeteiligung? Und da ist das Problem, junge Leute sind eigentlich für Europa und die sind zum Teil aber nicht registriert. In Großbritannien gibt es keine Einwohnermeldeämter und keine Personalausweise. Das heißt, man muss sich selbst registrieren für die Wahl und die Registrierung war am 7. Juni vorbei. Und da hat man gemerkt, irgendwas läuft schief, keiner hat protestiert, da hat man die Frist verlängert. Dann haben sie innerhalb von einem Tag 500.000 Leute registrieren lassen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Wir hoffen, also die Brexit-Gegner hoffen, dass das nun alles Leute waren, vor allen Dingen junge Leute, die sich jetzt noch schnell auf die letzte Minute, als sie gemerkt haben, aha, da ist doch was, sich registrieren lassen. Die Frist ist jetzt natürlich rum, aber wurde nur eine Weile verlängert. Hat auch keiner protestiert, auch nicht die Brexit-Befürworter. Deswegen rechne ich auch mit einer hohen Wahlbeteiligung. Nun, ich kann Ihnen nicht sagen, was der Effekt war. Nicht? Also das ist genau das. Und es wählen ja auch komische Gebiete mit, die man nicht erwartet. Gibraltar wählt mit zum Beispiel. Ne? Da wird nicht viel ausmachen. Aber das House of Lords darf zum ersten Mal auch mitwählen. Die House of Lords darf bei Nationalwahlen nicht mitwählen. Also da heißt es ja in dem Gesetz, Geisteskranke und Mitglieder des House of Lords dürfen nicht abstimmen. Das ist nicht das Gleiche, das sind verschiedene Kategorien. Ne? Gut, okay. Jetzt noch ein bisschen, und ich mach's rasch, Überblick sozusagen über die Zeitungen und ich kommentiere nur kurz die Blätter. Das war sozusagen die Frage, warum diskutiert der Premierminister nicht mit konservativen Befürwortern des Brexit? Ja? Also Sie müssen bei diesen Zeitungsausschnitten bitte nicht immer nur die nackten Frauen angucken, sondern die Sachen, die mit Brexit zu tun haben. Das muss man bei diesen Blättern sagen, weil damit verkaufen die sich ja. Gut, also das ist das Erste. Dann hier die Fernsehdebatte wieder. Nicht? Ist das der Grund, warum der Premierminister sich nicht traut zu diskutieren? Die Flüchtlinge, ja? Weil er da keine Argumente hat? Oder das sind die älteren Wähler, da war diese Meldung, die haben jetzt doch sich umentschieden und würden doch in größerem Maße
für das Verbleiben stimmen. Es gab so eine Meldung. Und hier natürlich das Übliche. Die Deutschen sind natürlich um allem schuld, das ist klar. Also hier die Verhandlungen, die habe ich schon erwähnt, nicht? Die EU-Verhandlungen im Februar, als das geführt wurde von Cameron, war er gar nicht unabhängig, sondern Frau Merkel hat ihn gesteuert. Nicht? Man sieht ja dieses Sportspiel, Camps in her Hands. Ne? Aber das ist kein Tippfehler, das ist extra. Ne? Was soll der Deutsch sein? Ja? Und da sieht man die Marionette Cameron von Merkel bedient. Ja? Aber Sie sollten nicht meinen, das ist irgendwie ausreißend oder irgendwie ganz komisch und alle Briten würden sagen, ist überraschend, sondern das ist Mainstream. Ja? So denken die Leute. So denken die Leute. Dann eine weitere Verschwörung. Es gab einen Brief, den die Zeit Daily Mail behauptet, gefunden zu haben, wo Cameron mit den großen Industrieunternehmen schon ausgemacht hätte, bevor er überhaupt ans britische Volk gedacht hat, dass er natürlich drinbleiben will in der EU. Ne? Also alles nur ein Trick. Ne? Er wurde jetzt also entlarvt. Ja? Dann hat Juncker eine Rede gehalten. Ja, jetzt nicht die Königsfamilie angucken. Juncker eine Rede gehalten über die Probleme der EU und hat irgendwie gesagt, also er versteht, dass einige meinen, Brüssel wird sich zu sehr einmischen in nationale Angelegenheiten. Was wurde da in der Presse daraus gemacht? Er hat es zugegeben. Die EU mischt sich überall ein. Ja? Jetzt hat es sogar Juncker zugegeben. Ja? Und das ist hier Times, ja? Also einigermaßen seriös, also kein Massenblatt. Daily Express, also das sind jetzt, die haben jetzt doch ein paar aufgetrieben von der Industrie, die raus wollen, 250 Top-Bosses. Bei der Industrie ist es so, dass die eher die Größen und großen Unternehmen drinbleiben wollen und die kleinen eher raus. Also wenn man es sehr grob sagt. Und die haben jetzt aber auch ein paar gefunden hier, die sie. Ja, und jetzt kommen die Drohkulissen, nicht? Die Wirtschaft, die sagt, die Preise werden uns davonlaufen, wenn wir aus der EU rausgehen, weil natürlich Importe teurer werden. Die Hauspreise hier werden höher, auch das hat Cameron sozusagen gesehen, diese Furchtstrategie der Regierung, nicht? Werden 18% steigen, sagt der Schatzkanzler Osborne. Oder wir werden eine Rezession bekommen, sagt der Schatzkanzler. Ja. Und jetzt das Gegenteil, ja. Also wenn man drin bleibt, ist die Rente in Gefahr. Cameron hat gesagt in einem Diskussionsbeitrag, was er immer sagen muss, Großbritannien ist ein großartiges Land, das hat jeder Premierminister bisher gesagt. Und natürlich können wir auch alles schaffen, ne? Aber es ist besser, in der EU zu bleiben. Was haben die daraus gemacht? Cameron hat jetzt zugegeben, dass wir aus der EU auch gut leben können. Jetzt hat er es endlich selbst zugegeben. Das war dann die Quintessenz. Ja. Oder hier, jetzt werden die Messer gewetzt, um Cameron loszuwerden, weil er so viel Lügen verbreitet, steht hier nicht. Also er hätte, in der Partei würde man jetzt über ein Misstrauensvotum nachdenken, weil er so Scaremongering betreibt, also diese Art von furchterregende Szenarien aufbaut und gar nicht mehr bei der Wahrheit bleibt. Ja. Stimmt alles zwar nicht, aber jetzt kommt natürlich die Einwanderung, das könnte ich stundenlang zeigen, nur ein paar Beispiele. Ja. Ist klar, nicht? Jede Umfrage zeigt viele zu viele Einwanderer, deswegen raus. Und da gibt es noch, also noch versteckte Zahlen, 1,5 Millionen hat man da noch aufgeführt. Jeden Tag ist das, ne? Oder hier der große Einwandererschwindel hier, 800.000 aus der EU sind eingewandert letztes Jahr, die offiziellen Zahlen sind 300.000, aber die haben 800.000 gefunden. Also es steht ja auch hier dreimal das offizielle Ergebnis übertroffen sozusagen von Einwanderung, sind eigentlich 800.000, also ist alles gelogen, die Schockzahlen wurden jetzt gezeigt und ja, die Einwanderer kosten 17 Milliarden Euro Großbritannien jedes Jahr. Nochmal, okay. Weiter, also die Kosten, die Einwandererkinder hier zu unterrichten, die gehen durch die Decke, ja, also kann man auch nicht mehr bezahlen. Die Einwanderer haben jetzt eine Wohnungskrise hervorgerufen, also man kann keine Wohnung mehr finden. Ja, und nochmal 300.000. kommen, nicht 33.000, dass wir können uns nicht mehr die
die Grenzen nicht mehr kontrollieren. Was sagt Blair? La, la, la. Ja, also, das ist 12 Millionen Türken, ja, haben gesagt, sie kommen, weiß nicht, wenn sie da gefragt haben, aber sie wissen, dass jetzt 12 Millionen Türken kommen. Oder die EU will unsere Renten kontrollieren, Sozialunion, ne, das ist sehr gefährlich. Boris Johnson hat jetzt gesehen, dass dieser Krieg in der Ukraine gar nicht gestartet wäre, wenn die EU sich nicht eingemischt hätte. Die EU ist schuld an der Ukraine-Krise, klar. Also es ist verrückt, in der EU zu bleiben, sagt er nicht. Wenn man drin bleibt, kriegt man nur Krisen und Kriege überall. Ja? Das hat er jetzt, also das sind eigentlich seriöse Politiker. Jetzt will die EU noch unsere Teekessel verbieten, steht hier. Ja? Toaster und Föhne, Haarföhne sind schon erste Ziele. Ja? Jetzt gibt es noch eine EU-Armee, die plant, also die Deutschen werden uns erobern wieder. Ne? Also die EU-Armee plant jetzt, ist geplant, dahinter versteckt sich was Reales, weil die EU ja diskutiert, Plan B, wenn die wirklich gehen, wo können wir dann der Rest irgendwie enger zusammenarbeiten. Jetzt haben wir gemerkt, Flüchtlinge klappt wohl nicht, Wirtschaft, Euro ist auch nicht so der Renner, aber vielleicht können wir bei der Beschaffung von Armeematerial und so weiter, da gibt es ja Passagen im Lissabon-Vertrag schon, da ein bisschen enger zusammenarbeiten. Aber daraus wird sofort eine EU-Armee gemacht, nicht? Die geheim gehalten wird von Cameron natürlich. Er hat schon zugestimmt, er hält das nur geheim, dann kommt die EU-Armee. Nicht? Und ja, muss man sich vorstellen, überlegen Sie, ob ein österreichischer Justizminister das sagen würde. Der britische, noch im Amt befindliche Justizminister sagt tatsächlich, die EU bringt Terrorismus, Faschismus und Faschismus. Das ist schon, also ich sage ja, das hat mit der Realität relativ wenig zu tun inzwischen. Ah, die Küsten werden auch noch von der EU übernommen, weil das ist ja diese Frage, ob man wegen der Flüchtlingskrise nicht eine gemeinsame Flotte der EU da auf die Beine stellen muss oder irgendwie die EU-Kontrolle der Außengrenzen. Und das macht man mit Schiffen normalerweise. Und da sind halt die Küsten schon bedroht aus britischer Sicht. Ja. Oder hier, alles besser ohne EU nicht. Unsere Sicherheit würde besser gehen, sagt der Chef des Geheimdienstes, MI6, ja, sagt er das. Also natürlich, die Extremisten können wir alle abschieben und wir können die Grenzen vernünftig kontrollieren. Ja, und natürlich EU betrifft, also unser Familienleben ist auch total ruiniert durch die EU, steht hier. Die Mütter, nicht UK Mothers, werden den Brexit unterstützen. Warum? Weil sie fürchten für die Zukunft ihrer Kinder. Also das ist ganz dramatisch, das Ganze. Und damit schließe ich mit dem Blick in die Seele der Briten. Ja.